Das musst du vielleicht erst lösen, abschneiden oder vielleicht sind sie festgemacht oder so, keine Ahnung. Ist auch egal erstmal. Nee, kann man doch einsammeln. Musst du wirklich ja. Das Seil durchschneiden? Hallo und willkommen zurück bei Stranded Deep. Wir mussten doch nochmal Zwischenstationen machen, weil wir unsere Insel nicht wieder gefunden haben. Und jetzt sind wir ganz vorsichtig und krauchen hier am Strand lang, um zu gucken, ob wieder ein Wildschwein irgendwo ist. Oder ob wir irgendwo eine Kiste mit Rationen oder mit Trinken oder mit... Na, Trinken wahrscheinlich nicht, aber mit Essen. Ja, eine Kiste finde ich, kann ich schon nicht von. Die sehe ich auch. Jetzt können wir ein bisschen leiser machen. Ihr Witter ist immer ein bisschen... Eine Ration ist drin. Na dann hau die rein. Hatten wir nicht noch eine Ration? Ich brauche kein Essen. In der Floßkiste? Nee. Gut, dann müssen wir uns so einen Wasserdestillierer bauen. Ist die einfach. Denn na, ich brauch's nicht dringend. Also bei mir reicht. Ich habe 3 Balken und 4 Balken. Von daher isst du die Ration. Ich habe 2,5 Balken und 3 Balken. Also ist ja, nicht so ist schlimm. Die ist ein Hammer drin und sonst nichts. Gut. Dann bleiben wir hier und bauen uns einen Unterschlupf. Mhm. Und ein Wasserdestillierer, wa? Ja, na klar. Machen wir uns da. Jetzt sieht der ein Ziel aus, die Insel. Ja, wir müssen gucken, ob eine Schlange oder irgendwas hier noch ist. Und vor allem sind hier viele Wracks um uns rum. Ja, ja, genau. Die ist, glaube ich, optimal. Eine Mini-Doktor. Okay, ich kümmere mich um den Wasser-Dings. Ich sammle gerade noch ein paar Steine und mache ein paar Schnüre. Du machst einen Unterschlupf, wa? Ja. Kokosflasche. Stoff. Kokosflasche kriegen wir hin. Wo war denn der Unterschlupf? Warte, da. Seil, 4 so eine komischen Palmwedel und 3 Stöcke. Also. Erstmal packe ich meine Kiste kurz Palmwedel. Aus. Hast du zufällig einen Stoff gefunden schon? Ja. Wie kannst du mir das geben? Danke. Drei Steine und ein Palmwedel. Drei Steine. Zwei Steine. So. Drei Steine und ein Palmwedel, so. So, ich brauche jetzt 4 Palmwedel und 3 Stöcker. Ich pack mal den Kompass wieder zurück, da habe ich einen Platz frei. Im Inventar. Ich bin auch voll. Ich werf mal kurz. Ein Floß ist auch noch eine Ration. Ich werf mal kurz also, Blatt raus. Hätten wir jeder eine Ration. Palmwedel, dann hol ich mal eine Palme um. Ja. Ich mach mit. So, Palmwedel. Okay, haben wir. Ja, ich brauch die. Ich wollte bloß hier machen, das wird nicht. Ach so. In dem Grünen, da liegt am Fenster nachher so doof. So. Wasserdings da. Boomstar, zack. Ach so, du brauchtest die, sag doch dann. Dann hätte ich meine eigenen genommen. Nee, ich brauchte bloß eins. Ich brauche aber 4. Na, nimm die doch. Sei noch da. Wo denn nur? Hier sind keine. Hier hast du eingesammelt. Hier, wo ich stehe, müssen die irgendwo sein. Nee, die hast du ja. Eingesammelt. Eins habe ich eingesammelt. So, was hast du denn? Hier, links oder? Hier. Nicht gesehen. Hat sich eins weit nur. Lagerfeuer. Brauchen wir ja auch noch, wa? Stöckchen. Jetzt brauche ich nur 3 also. Stöcker. Oder nee, ich hab ihn. Die ganze Zeit hat hier welche. Ja, ich hab selber. Na? Da, Stöckchen. So.
für einen Unterschlupf. Hast du jetzt halt? Oh nee, 4 Palmwedel brauche ich noch. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Ich für irgendwas verbraucht. Scheinbar. Hast du schon was gebaut jetzt gerade? Nee, doch nicht. Nee, wa? 1 von 3. Den brauche ich noch. In Palmwedel? Hm? Okay. Müssen wir nochmal ihn umhauen. Ah, dann stranden wir auf der Insel. Haben wir hier auch ein bisschen mehr Schatten. Ist ganz wir brauchen cool. Ja überall irgendwas. Wo wir ankommen, müssten wir eigentlich uns einen Unterschlupf bauen. Ja, aber dann verschwendest du so viel Ressourcen, oder? Also, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Hatten wir da drüben. Ja, da drüben hat man noch ein paar Kisten. Irgendwann werden wir die Insel schon wieder finden. Also Wasser sollte jetzt nicht mehr ein Problem sein. Der steht. So. Und ein Lagerfeuer sollte auch nicht das Problem sein. Hier schönen Schatten irgendwo. Hier? Soll ich hier vor das Wasser? Ne, hier kann ich nicht hinbauen. Hier. So. So, war so ein Anzünderding. Wo war das nochmal? Hab ich schon. Achso. Warte, ich hol noch ein bisschen. Halt. Das ist schon voll. Da müssen wir noch so einen Grill drüber bauen. Also, ja. Radspieß. Wir fangen. Bin schon dabei. Wir fangen wieder von vorne an. Ah nee, wir brauchen erst diese Steinfeuerstelle. Warte mal, 3 Stein. Und das Feuer. 3 Stein sind. Dann sind wir wieder die Steine los. ich hol uns mal was zu essen. Krabbilein oder so. Ah, hier sind sie da. So. Wie viel Krabben werden wir brauchen? Bestimmt jeder 2, wa? Bestimmt, aber mein Essen ist nicht so leer. So, die haben wir. Und jetzt den Spieß. Spießinger. Ein Seil, 3 Stock. Aber hier ist viel mehr zu entdecken. Ja, ja. Muss man also auch ein bisschen Glück haben, wa? Mit der Insel, auf Meinst der man du, man startet. Kommt nicht immer an derselben raus? Wenn man startet? Weiß ich nicht. Aber hier ist ja ein Wrack, was aus dem Wasser steht, ins, wo nur der Kopf rausguckt. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite auch nochmal. Nee, hier ist kein Wrack. Doch, da ist auch nochmal ein Wrack. Oh, wir sind so ein richtiges Wrack, ey. Total ein Wrack. Da finden wir bestimmt schöne Sachen. Confident. So, ja, das viele Sachen, also ja. Und? Können wir gleich mal auf Entdeckungstour gehen. Können wir gleich machen, aber erstmal essen wir. Rubik. Echt? So, Spieß. Noch in. Okay. Stock. Können wir ja sehen, ob durch das Essen wieder ein bisschen was geregelt wird. Unter Wasser kann man auch Ton abbauen. Bald noch brauchen wir ja keinen Ton, ne? Alle? Ich glaube, ich habe alle Krabbis getötet. Dann müssen wir uns mal einen größeren Fisch schlachten oder so. Ich bin hier noch eine Kokosnuss. So, ja, also steht alles. Kannst du rufhängen. Steht alles. Okay, achso, ich muss die erstmal. Muss die erstmal töten. Oh, gross. Ja. Ist ja ekel, ne? Marker wieder. Du musst den Stängel da unten. Suchen gerade wieder die Position. Heute mal die anderen Beben noch. So.
Also das geht ja jetzt schnell, wenn man so ein bisschen weiß, wie es geht. So Unterschlupf, Lagerfeuer, Wasserdings da, Monster. Ja. Das ist okay. So, jetzt müssen wir uns aber irgendwie die Insel merken. Also entweder bauen wir hier einen ganz hohen Turm auf. Ja, irgendwas. Oder das gibt. Warte mal, ich guck mal ins Menü. Vielleicht gibt's doch irgendwas zum Markieren. Ich weiß es nicht. Hatten wir noch Palmwedel übrig? Nee, ich glaube, ich habe gerade aufgefüllt mit den letzten Transportmitteln. Dann hoffen wir, dass bald wieder Nacht wird, dass wir schlafen können, dass diese dumme Piepe aufhört. Sieht mir so. Ja, ich denke auch, dass das nur dadurch geht, wenn wir schlafen, dass wir uns da wieder erholen. Weil so am Tage war jetzt nichts irgendwie. Wir haben einen Haufen Holz. Das ist ganz gut. Was sagt mein Wasser? Man kann er mal saufen. Den mal trinken kannst du auch noch, wenn du willst. Naja, so, da habt ihr wieder mal einen schönen Neuanfang gesehen, siehst du? Mhm. Da zeigen wir den Leuten schön, wie man immer anfangen muss. Und dann, wenn morgen hell ist, dann gehen wir hier auf die Boote. Das wird ja nochmal schön. Auf das Versunkene. Aber jetzt müssen wir erstmal machen. Jetzt ist ja, haben wir erstmal noch Zeit. Jetzt schlafen wir erstmal und dann können wir gleich nochmal losgehen. Wenn es jetzt denn dunkel wird. Hat das schon gepiekt hier? Nee, doch gekocht. Echt, ja? Ja. So, hat aber nie. Hat doch trinken brauch ich mehr. Essen ist okay. Ah, das läuft gerade durch. Trinken. So. Aber trinken ist bei mir 1, 2, 3, 4 und ein bisschen. Ups. Hier ist noch ein Palmenblatt. Ach, der ist ja jetzt voll. So. Sag mal Essen. Vier. Vier Balken beim Essen. Aber wir hatten noch eine Ration im Floß, aber die werden wir jetzt nicht essen. Nee. Und eine Ration in der anderen Kiste. Könnte man endlich mal stacken. Kriegen wir mal machen. Guckst du auf die Spieße und lässt mir übrig? Ja, essen. Ich brauche eher trinken. Kannst beide essen. Okay. Nee. Ist mal. Mein Essen ist jetzt. Voll. Ja, du isst ihn und ich esse. Wo ist denn die Kiste? Ein bisschen weiter links vom Boot. Nee. Die ich gefunden hatte. Achso. Die habe ich hier irgendwo auf so eine Landzunge geschmissen. Okay, aber gut, keine gefährlichen Tiere. Nee, bisschen was an Materialien. Hier ist die Kiste. Okay. Die Ration mal raus. Essen ist fertig. Oh, sieht schön aus. Von hier. Komm mal her. Das Feuer flunkert. Nee, hol mal dein Essen. Komm du mal her. Und verbrennt das? Ja. Glaub nicht. So, ich bin voll. Jetzt können wir schlafen. Ist doch nicht fertig. Hat doch Plong gemacht. Na deins, jetzt. Achso. Müssen wir morgen gleich wieder schlafen. Gleich wieder essen. Schläft? Ja. Oh, das war ein anstrengender anderthalb Tage. Oh, morgen, sehr schön. Ah, ja. Feuer ist aus, super. Aber voll, fast bis auf Eden. Naja, so. Oh, mein Leben hat aber ein Dreiviertel Balken zugenommen. Wäre sehr schön. Oh je, bei mir gar nicht. Doch, hat das garantiert auch. Ist immer noch ein Balken und ein bisschen. Ja, und vorher war es ein halber. Also wenn es nicht mehr piept? Doch, meins piept noch. So, jetzt würde ich jetzt mal gerne auf das Boot da klettern. Auf das, was aus dem Wasser steht? Ja, oder auf das kleine, eins von Bienen, ist mir egal. Ja. Muss nur mal gucken, ob hier ein Haifisch ist. Ja, wenn nicht, muss man mit dem Floß fahren. Mit dem Boot fahren.
Aber Ecke mit dem Balken und dann soll ich Ich habe auch tauchen? einen Balken. Na, vielleicht tauche ich bei denen da drüben. Nee, ich will nicht tauchen, ich will oben raufklettern. Aber ja, entweder sterbe ich oder nicht. Ich leg mal kurz den Verband hier irgendwo in das Boot. Naja, wenn der Hai immer hab's, bin ich auch hin. Ja, dann geh doch da nicht rein. Na, mag ich ja nicht. Ich kümmere mich ein bisschen um Essen. Okay, ich will es wenigstens probieren. Hier vorne an wird der Eier nie sein. Werden wir gleich sehen. Ich bin auch gestern auch auf das eine Boot hochgekommen. Da komme ich ja nicht rein. Klettert hoch wie ein Ochse. Sehr schön. Eine Fackel. Sieht aber eher aus wie eine Taschenlampe, oder? Ja. Ja, war bei mir auch eine Taschenlampe, die Fackel hieß. So ein Speer bauen, so ein Fischspeer. Mhm. So, ich glaube, ich habe einen. Willst du den haben? Nee, nee. So, jetzt sieht mal. Darüber. Warst du schon in dem Container? Nee. Fischi-Speer. So, ich muss uns ja Essen organisieren. Irgendwie. Ich trau mich noch nicht ins Wasser. Geh doch hoch, geh doch hoch. Vielleicht kann ich auch ein bisschen dickeren Fisch fangen. Kann da nicht nur Sardinen geben? Oder doch? Doch, hier sind nur Sardinen. Man hatte doch schon mal so einen dicken gesehen. So einen dicken Fisch. Hier ist ein anderer. So. Jetzt hat einen anderen Fisch geholt. Geh doch nochmal hoch. Den anderen hast du doch auch gemacht. Ah, okay. Hier ist eine Kiste. Okay, hier haben wir einen Kanister, hier haben wir einen großen Fischspeer. Eine Taschenlampe noch. Sit. Kann man hier auch Fische okay. nicht essen? Können wir? Kann man noch Fische nicht essen? Also, dass hier welche giftig sind? Oh, diesen Rochen, den weg mal lieber nicht anpieken, wa? Nee. Okay, die heißen ja alle ein bisschen anders. Kappe Reifen, was macht man damit? Kaputt machen? Bestimmt irgendwas bauen. So eine Floßpoller vielleicht oder so. Hm. Hier ist auch Reifen, mal zum Untertauchen. Aber die kann ich auswählen, aber nicht einsammeln. Ja. Ja, wisst, musst du vielleicht erst lösen, abschneiden oder. Vielleicht sind sie festgemacht oder so, keine Ahnung. Ist auch egal, erstmal. Nee, die kann man doch einsammeln. Musst du wirklich ja. das Seil durchschneiden? Ah, okay. Cool. Ja, das wäre eins, war das Einzige, was jetzt irgendwie Sinn gemacht. Aber ich nehme die jetzt nicht mit. Weil ja, warum hat dann. So. Nee, brauchst du nicht. Erstmal. Ist ja gut, wenn wir wissen, wo die sind. Ich mach mal ein paar Fische schnell. Mhm. Dass wir was zu mampfen haben.
Läuft. Also jetzt läuft es hier. Wir dürfen bloß. Nicht beschreien. Wir dürfen bloß nicht weg von der Insel. Dann ist alles gut. Ich habe einen neuen Fischspeer, einen verfeinerten schon. Okay. Und ich habe uns einen Treibstoffkanister und wir haben eine Laterne. Eine solarbetriebene. Die wird wahrscheinlich ewig halten. Peter. Also wir können jetzt nachts auch ein bisschen leuchten. Ich habe einen Diskusfisch. Drei lecker? Diskusfische. Ist er lecker? Wiss ich nicht. Der sagt auch, das ist eklig. Achso. Beim Schlitzen. Okay. Nemo. Und ein Schützenfisch. Wiss nicht, ob das... Okay. Ich glaube, da war eine Seegurke. So. Dann grill ich mal. So, was hast du? So. Hast du erste. Alle da schon gesehen, oder? Ja, außer unten war ich noch nicht tauchen. Okay, hast du. Gibt's da. Also, gibt's auch keine Bläschen, so dass man mal Wasser. Du kannst dir was herstellen. Kann oder so, nee. Du kannst dir was herstellen. Zum Bläschen. Okay. Machen. Also, gibt's da einen Arten. Irgendwas. Artenbooster oder so. Für Unterwasser. Bei mir sieht es aber endlich ganz gut aus, alles. Na, mein Leben muss bloß hochkommen, mal irgendwann. Geht nur durch Schlafen. Tag. Aber so weit runter war jede ich. Jede Nacht nicht. Einen Balken. Doch, einen halben hatten wir wieder. Ein halbes Leben. Immer noch Kleinfisch. Naja. Ja, so ein halbes Leben wäre schon nicht schlecht, oder? Gibt es, kann man sich nicht bauen, dass man sich so ein bisschen hilft? So. Was war denn hier unten? Verbrauchsgegenstände. Ich muss ja bei Verbrauchsgegenstände, aber war nichts. Konkern, Wasserbeutel, Schiene, Gegengift, was ist denn Gase? Na, wahrscheinlich Moskitoschutz? Haiabwehrmittel. Okay. Nee, sieht nicht so aus, als wenn es irgendwas gibt. Nee. Immer hat's Plong gemacht. Kannst schon was essen, wenn du willst. Kannst schon Beete essen, so wenn du dringend. Möchtest. Nee, ich will nur eins. Nee, ist aber trotzdem. Weil ich bin noch voll, ich kann's nicht essen. Was frisst du denn immer heimlich, dass du nicht voll bist? Ich achte eben auf meine Sachen. Bin jetzt einen Balken vor voll, ist doch gut. So, mal schön. Jetzt sieht man auch hier viel mehr Inseln rechts von uns und links von uns und geradezu. Ja, wir haben inne. Links unsere alte, schöne Insel ist mit so einem Stängel. Ja, hier ist ein Stängel. So ein großer Stängel. Ja, der ist hier, gerade gegenüber. Ganz dicht. Mit dem Stängel. Aber da ist auch ein Boot. Wir hatten kein Boot. Nee, wir hatten kein Boot. Boah, die sind irgendwie dichter. Wir bleiben jetzt hier, egal. Ja, wir bleiben hier, hier ist schön. Wir haben zwar schon drei Kisten auf der Insel gehabt. Und die finden wir auch wieder und holen die uns. Beim nächsten Ausflug, wir müssen ja immer wieder auf die anderen hier? Inseln und wir bleiben ja nicht hier. Ja, aber hier. Von hier ist es schöner, auf die anderen Inseln zu gehen. Ja, es gibt ja noch mehr. Also wir müssen ja alle gesehen haben und überall einsammeln. Aber hier müssen wir erstmal alles abtauchen jetzt. Das eine Wrack, was halb im Wasser ist und bei dem einen warst du auch noch nicht fertig, hast du gesagt. Tauchen kannst du alleine, ich tauche nicht. Da sind Haie. Das macht mir ein bisschen Angst. Ja, aber die kommen ja nicht mit ins Dings drin. Ja klar, ich habe schon einen da drin gehabt. Im Boot? Nee. Im Boot und wenn du unten eine Tür reingehst. So, dann machen wir jetzt hier Schluss. Dann schlafen wir, dann haben wir wieder einen Balken mehr Leben. Und morgen gucken wir mal, was wir unter Wasser finden. Ja. Gut, schön, dass ihr dabei wart. Tauchen. Tipps und Tricks gerne wieder unten rein. Freuen wir uns, nehmen wir und danke, an. Danke für die Ticks. Die Ticks. Tipps und Tricks, die wir schon bekommen haben. Gut, bis dahin. Haut darin. Ciao.